hast ihn ja doch nicht gemacht. Naja. Mist. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. Bu bizim görevimiz değil ki. Bunlar ne ki zaten? Eski sergiden kalan eşyalar. Depoya. Sehr schön. Wir müssen zu dem Weg rauf. Komm, Flynn. Flynn, mein Freund. Das könnte gehen. Danke, Flynn. Ja, das wird gehen. Jetzt brauchen wir bloß ein Pferd. Was war das denn für eine Anspielung? Die Balken kommen wir aufs Dach, wenn wir da hochkommen. Gut, dass ich das habe, was? Ja. Bitte. Danke. Ich meine, du musst ja auch was machen. Hey! Ella di Corre! Ella di Corre! Danke, Mann. Kein Problem, Digga. Jetzt komm. Okay, okay, ich komme. Nächstes Mal nehme ich lieber den Aufzug. Ein bisschen wieder am Witze machen, oder was, Flynn? Gerade wärst du noch geschnappt geworden und ich, es ist so dunkel. Ach ja. Was war das denn? Nicht runterfallen, mein Freund. Oder so. Wir sind auf dem Dach. Sehr gut. Okay, da ist der Turm. Ist nicht mehr weit. Danke für die Info, Schlaumeier. Nicht nach unten sehen. Nicht nach unten sehen. Nicht nah, wollen Sie, das ist wohl wahr. Das ist verdammt hoch. Jede Menge Wachen. Du hast zugenommen, Mann. Mann, das war knapp.
Okay, keine Donuts mehr für dich. Yeah. Boah, Drake, deine Rolle ist einfach genial. Okay, das schaffe ich. Ja. Nochmal, du bist oben. Das käme ja schon aus Uncharted. Bin hinter dir. Eins. Wie immer. Das war da ja ein Stilmittel oder ein Mittel, was sehr oft genutzt wurde in Teil 1. Dieses Seilding. Ist einer über dir, über dir. Einer unter dir, einer unter dir. Einer unter mir. Das soll mich jetzt diese Info gebracht haben irgendwie. Gar nichts, habe ich so das Gefühl. Okay. Ich wollte nur gucken, ob die Tastenbelegung noch die gleiche ist wie in Uncharted 1, aber ich habe das Wechseln ja nie benutzt. Ja, großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Unter dir ist eine Wache. Ist ein Headshot irgendwie krasser? Boah, ey, das tut mir leid. Fast geschafft. Ja, aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Ach, braves Mädchen. Ja, so kann man sie nennen. Unser Mädchen. Hahaha. Und? Kann man gehen? Okay. Alles klar. Ladies first. Nett. Auf geht's. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Das finden wir am besten gleich raus. Sorry, Marco. Des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Sehen.
Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das grenzt es ein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo von Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und, willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt sieh's endlich ein. Das war's für dich. Ah, noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Verdammt, Flynn. Was für ein Wichser. Ich weiß gar nicht, ob es hier lang geht. Nein! Scheiße, das war's. Ah, ich weiß gar nicht, ob es hier lang geht. Okay, denk nach, Nate, denk nach. Hier geht's lang. Sehr gut, in die Kanalisation. Da müssen wir hin. Hier lang. Okay, konzentrier dich, Nate, konzentrier dich. Wie komme ich hier bloß raus? Na bitte, geht doch. Ich muss zu der Leiter. Das kriege ich hin. Tschüss, man sieht sich. Geschafft! Gnädig? Du hast eine Kleinigkeit übersehen, was, Partner? Was? Sieh's ein, du wurdest verarscht. Ach, wirklich? Hä? Hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Dich kann man keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft's, Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja, ich musste ein paar Leute schmieren. Hab dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein. Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich hab meinen eigenen Eimer. Mm. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu, und Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, hätte ich die letzten 3 Monate nicht in diesem Drecksloch hocken müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals falle. Ich hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument.
Nein, den haben Sie noch nicht. Wer sind denn Sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn Sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen Ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Hier, er wurde der Wunschedelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo, musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Korbe. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja. Was für eine Frage. Chloe, hörst du uns? Laut und deutlich. Wir sind gleich da. Okay, ich habe überall um das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Und die erste ist genau vor euch. Okay, dann werden wir die gerade die mal scharf machen. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay, die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazarevichs Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Jo. Allerdings werden wir jetzt das Spiel speichern. Das ist irgendwie ja. Ist irgendwie immer in meinen Videos drin. Genau. Und werde mich dann mal verabschieden von euch. Ja, es war wieder sehr spaßig mit euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Abonniert, favorisiert und teilt es auf sozialen Netzwerken, damit das Video sich verbreitet. Ansonsten, ja, kommentieren, hab ich das schon gesagt? Kommentieren? Egal, jedenfalls habe ich es jetzt gesagt. Und wenn es euch gefallen hat, dann macht ihr das. Wäre zumindest nett. Oder Teile davon. Je nachdem. Vielleicht seid ihr ja schon Abonnent. Weiß man ja nicht. Und ansonsten kann ich noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.